Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17 The Journey. Ja, in der letzten Folge haben wir Fulham komplett hingerichtet. Und es tat mir so leid. Es tat mir so leid zum Schluss. Schon beim 5-0. Ab dem 5-0, ja, da tat es mir richtig leid. Ja, wir gehen aber jetzt unserer Wege und gehen hier ins nächste Training, ins nächste Schießtraining, um genau zu sein. Und gucken, was Dino heute zu sagen hat. Buongiorno. Hoffentlich seid ihr alle ausgeruht und bereit fürs heutige Training. Definitiv. Heute steht Schussgenauigkeit an. Gold. Da weiß ich nicht mehr genau, was wir da machen müssen. Und schon wieder. Also, schon wieder. Ist schon eine Weile her, dass wir Lupfer hatten. Nochmal die Lupfer-Trainingseinheit. Ah, Schussgenauigkeit. Okay, wir dürfen alles verwenden mit Keeper. Sehr gut. Ach, das war das. Ja, gut. Ich erinnere mich. Das war die Sache. Und können hier unsere schicken Schlenzer üben und den Torwart alt aussehen lassen. Da war fast noch dran, ne? Boah, die Latte. Boah, mit links, schade. Vielleicht jetzt mal vollspannen. Ja, da sah der Torwart ganz dumm aus. Boah, das war ein Strahl. Das war ein Strahl, Freunde. Vielleicht hier mal mit rechts, ja, und wir hätten ihn vielleicht mit links schießen sollen. Und hier außerhalb der 16er ist der Strahl. Wenn wir das mal im Spiel machen könnten, dann wäre ich ab und zu mal froh. Schönes Ding, noch auf der letzten Sekunde das A. Aber selbst wenn wir das A nicht geschafft hätten, hätte ich es nochmal versucht und dann hätten wir das A erreicht. So, als nächstes kommen die hübschen Lupfer wieder. Da muss ich mich wahrscheinlich erstmal ein, zwei Schüsse einüben. Denn die benutzen wir ja nicht so oft. Ich meine, die sind jetzt nicht schwer zu kontrollieren, aber ist doch schon wieder was anderes, die zu benutzen. Aber je besser Alex wird, umso einfacher wird das. Und wie ihr seht, brauche ich keine Eingewöhnungsphase mehr. Da war er aufmerksam. Und, oh, der war daneben. Und voilà. Jetzt lasse ich ein wenig schweifen hier, muss ich sagen. Ist er mir von der Schusskraft doch ein wenig zu stark. Ja. Ist er mir von der Schusskraft ein wenig zu stark. Und wenn ich da ein bisschen was loslasse, dann macht er ihn zu schwach. Das müssen wir wohl nochmal machen. Da habe ich wohl den Mund ein bisschen zu voll genommen. Aber nichtsdestotrotz, da sag ich ja. Ich tippe das Ding nur an und er haut das Ding kilometerweise drüber. Gucken hier. Ne, er haut das Ding einfach drüber. Ich verstehe nicht warum. Ja, den kriegt er nicht. Sehr schön. Den kriegt er auch nicht. Sehr schön. Den kriegt er auch nicht. Hübsch. Den kriegt er erst recht nicht. Hübsch. Noch ein. Den hat er auch nicht. Und wir haben unser A. Da mussten wir doch den zweiten Anlauf nehmen. Und weil er doch etwas stärker von der Schusskraft her ist, musste ich mich dann doch nach den ersten zwei Verhandelten dann doch, als es weiter weg ging, ein bisschen dran gewöhnt. Aber wir haben hier souverän wieder unsere 2A eingesammelt. Schusskraft und Abschluss gehen nach oben. Abschluss mittlerweile auf 70. Und dann gehen wir auch mal gleich weiter in die nächste Woche. Und ich denke, es wartet ein Spiel auf uns. Nur welches wird es sein? Gegen wen? Dürfen wir diesmal ran? Ich weiß es nicht. Na, geht auch gegen Birmingham geht's. Und dann sehen wir auch, wir haben hier fast die 70 voll. Und ich denke mal, nach dem Spiel sind wir kurz davor, die 70 zu erreichen. Ja, es könnte passen, dass wir kurz davor sind oder sogar die 70 schon voll haben. Ja, 1 gegen 11. Wird wieder... Das wird mal hoffentlich wieder eine interessante Partie, in der wir kein 8-0 hinlegen,
Ich bin gespannt, was Birmingham zu bieten hat. Wir gehen einfach mal rein. Herzlich willkommen zu diesem Spiel aus der Championship, also der zweiten englischen Liga. Ja, wir, Wolf Fuß und Frank Buschmann, freuen uns auf englischen Fußball in Reitkultur. Heute sehen wir Newcastle United gegen Birmingham City. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Und mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn müssen Sie aufpassen. Schauen wir kurz auf die Anfangsformation von Newcastle United. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Und auf der Gegenseite sehen wir auch eine offensive Ausrichtung. Tatsächlich treten sie in der gleichen Formation an. Ja, das kann was werden. Wie in so vielen anderen Stadien Englands gibt es auch im St. James' Park einige Erinnerungen an verdiente Spieler und vereinzelte Ziele. Ja, so ist zum Beispiel eine Tribüne nach der Newcastle-Ikone Jackie Milburn benannt. Und auch der enorm erfolgreiche Vereinstrainer Sir Bobby Robson hat eine Würdigung in Form einer großen Statue vor dem Stadion erhalten. Das Spiel beginnt. Da habt ihr wieder was dazugelernt, Freunde. Wir gehen hier ins Spiel gegen Birmingham. Jetzt Williams. Ja, schade. Das macht er gut. Da holen wir uns den Ball. Steil gespielt. Flanken super hier. Flanke. Oh, Williams läuft nicht weiter. Hier steht der Verteidiger schade. Gut, er hat den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Williams. Er macht das Spiel schnell. Fairer Einsatz hier. Oh, schade. Dann zieht er ab. Das war der erste Abschlussversuch. Aber wir versuchen hier wieder unser Spiel zu machen. Jamie Sterry. Ameobi. Das könnte gefährlich werden. Wo ist er denn? Da ist er. Schön. Schießen jetzt mal. Schade. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Schade, schade, schade. Schön nochmal zurückgelegt. Ah, knapp vorbei. Erste Annäherung ist getan. Die Abwehr steht besser als die von... jetzt lasse ich mich lügen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Von Fulham. Ameobi. Ameobi geht wieder mit dem Kopf durch die Wand. Holt sich aber hier trotzdem den Ball wieder. Und verliert ihn aber auch gleich wieder. Birmingham hier am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Zwei Kämpfe, das war der spielt er gut. Jetzt schön aufpassen. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Schön aufgepasst. Richie. Wird's jetzt gefährlich? Richie am Ball. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Alex Hunter. Richie am Ball.
und direkt zurückgespielt. Haidara. Ja, den hat er nicht. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Das macht er gut. Ja, da entscheidet er. Ja, Foul hier von Hunter. Ein bisschen geschubst, ein bisschen gedrückt. Alles gut. Richtig entschieden. Schöne Grätsche. Guter Einsatz, er hat den Ball. Da geht er gut dazwischen. Jamie Sarri. Und Williams. Ah, schade. Er steht gut und hat den Ball. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Jetzt Birmingham auf dem Vormarsch. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt Williams. Fairer Einsatz hier. Oh, Williams verletzt. Wird das seine Torchance? Jetzt aber Birmingham auf Vormarsch. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Anita. Spielen hier ein bisschen hin und her, bis sich Williams wieder aufgerafft hat. Ja, sehr gut. Alex Hunter. Nee, da will ich nicht hin. Anita. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, wir sparen hier erstmal unsere Kräfte. Dass wir hier sehr guter Einsatz. Wirklich im Einsatz. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Birmingham steht gut hinten. Oh, schade. Ja, der passt in die Mitte. Ameobi. Könnte eine Gelegenheit werden. Ja, wir sind da. Ah, oh, da geht er vorbei. Gutes Tackling. Sie haben den Ball. Vielleicht auf Williams flanken sollen. Jetzt der Konter. Schlecht. Jetzt aber. Jetzt Alexander. Jetzt sind wir da. Oh, gut gemacht. Ahnt wieder, was wir vorhaben. Oh. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jetzt aber die Flanke. Alex Hunter. Oh, was? Oben. Da ist er etwas zu früh losgelaufen. Ui, die habe ich weiter hinten gesehen. Ja, rechts hat er. Sauber vom Ball getrennt hier. Oh, dann hier wieder den Ball. Fast. Einwurf gibt es für Birmingham. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Jetzt müssen sie aufpassen. Kein guter Pass. Jetzt über die rechte Seite. Völlig frei. Er kommt durch. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Ja, er bringt die Flanke. Gut, aber noch finden sie keine Lücke. Aber er kann sie zum Glück nicht richtig annehmen, sonst wäre er da komplett frei gewesen. Jetzt der Pass in den Rückraum. Kein Foul, Jungs, kein Foul. Sehr schön. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt Freistoß. Vielleicht sogar noch eine Karte. Stürmer-Foul. Sehr gut. Und da ist die erste Halbzeit auch schon rum. Ach du Heilige. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Wie ist deine Meinung zum Auftritt von Alex Hunter bis hierhin? Von ihm muss natürlich mehr kommen in Durchgang 2. Eine gute Leistung ist so wichtig für die Mannschaft. Ja, dann wollen wir hier nicht mal rumhampeln, sondern in Hälfte 2
In der Hoffnung, dass sie besser wird. Zweiter Durchgang ist angepfiffen. Hoffentlich. Oh! Das gibt gelb. Das ist ein Foul. Freistoß. Nee, doch keine gelbe. Aber das nächste Foul wird eine gelbe nach sich ziehen, egal wie klein es sein wird. Das könnte gefährlich werden. Anita. Oh, und das schade. War's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen rechts. Sie jetzt vielleicht durch. Da gewinnt er den Zweikampf. Müssen wir uns hier mal ein bisschen Platz verschaffen? Jamie Sarri. Anita. Da war aber auch rein in den Angriff abblasen. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Ja, da geht er alleine, da passt er den Ball und er schlägt drüber und das gibt Elfmeter. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Da gibt er Elfmeter. Und jetzt könnten sie in Rückstand geraten. Ah, das hat er nicht gut gemacht. Keine gute Zweikampfführung. Ja und nein. Wer darf denn? Und nun kommen zwei frische Spieler in die Partie. Williams darf auf jeden Fall nicht. Der geht runter. Nein, wir dürfen nicht. Und er verwandelt das Ding aber eiskalt. Diame mit dem Elfmetertor zum 1:0. Super gemacht. Kein Anzeichen von Nervosität. Dem Druck stand gehalten. Boah. Elfer verwandt. Die Ecke hat er geahnt. Hier nochmal dieser Treffer. Die Hand hat auch beinahe dran gehabt. Aber zu stramm geschossen. Minute, wir gehen 1:0 in Führung. Diesmal ohne die Einwirkung von endlich das erste Tor. Alex Hunter. Schön. Sehr gut aufgepasst. Die Armee. Die Armee. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Es gibt einen. Der war doch drin. Der Trainer wird wechseln. Na gut, der Schiri muss es wissen. Birmingham muss jetzt mehr tun, um hier nicht zu verlieren. Das heißt, für uns ergeben sich jetzt mehr Räume, die wir auch nutzen wollen. Und da wäre schon mal beinahe die Chance gewesen. Abstoß. Ja, immer wenn wir schlechtes Spiel machen, laufen wir mehr als 2 Kilometer und haben über 20 Ballkontakte. Aber halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wenn wir mal nicht treffen sollten, man kann ja auch mal einen schlechten Tag haben, dann können wir uns wenigstens auf unsere Mannschaft verlassen. Wird das seine Torchance? Auch wenn es jetzt nur durch einen Elfmeter passiert ist. Ah, Jungs, passt auf. Und er schießt. Und kein Tor. Und sie liegen weiter hinten. Da war doch wirklich mehr drin. Das war eine gute Chance. Das war eine sehr gute Chance.
Da geht er auch nur Hauch. Ja, jetzt wollen wir mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Hunter hier unter Druck. Unter Druck sehe ich nicht. Klasse Technik. Anita. Sondern mit wird's der Ball auf dem Rum. Oh, das wäre eine gute Chance geworden, aber der Verteidiger ist da. Anita. Jetzt der Pass auf Richie. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Richie kann den Ball nicht so lange halten. Ich glaube, er hätte, um da zu sein. Donaldson. Jetzt Birmingham über links. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Und den Vorteil abgepfiffen. Foul. Freistoß. Richie hier und mit das dem Foul. Ist eine gute Gelegenheit. Kriegt auch nur eine Verwarnung. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Oh, kurz vor der Strafraumgrenze. Ganz, ganz gefährliche Sache. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Ja, wir versuchen hier noch unsere Akzente zu setzen, vielleicht sogar noch ein Tor zu machen. Wer weiß. Aber erstmal gibt es Freistoß für Birmingham und ich hoffe nicht, dass dies der Ausgleich wird. Sonst müssen wir uns noch mehr anstrengen, um das 2:1 hier zu machen. Wir werden aber die Mauer ein Stück verrücken. Nein, es gibt noch mal einen Wechsel. Sie liegen hinten und versuchen es mit dem Wechsel. Noch knapp eine Viertelstunde zu spielen. Ja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Ecke gibt's. Jetzt wird's hier Eckball geben. Hätte ich ja nicht gedacht. Okay, wir helfen hinten mit aus. Sollen hier die Nummer 3 decken, wenn ich mich recht entsinne. Aber der Torwart hat den Ball souverän. Schön Spiel. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und jetzt aber Hunter mit der Vorlage. Da sind wir uneigennützig. Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Wo will er denn hin? Das hat er stark mit dem Innenriss gemacht. Er kann es eben auch. Haben wir noch ein bisschen Glück, dass wir hier durch die Beine des Spielers spielen. Aber nochmal, wir sind dann noch uneigennützig und gehen hier auf die sichere Variante zum 2-0 und nehmen lieber die Vorlage anstatt das Tor, weil das Tor können wir jetzt ja immer noch machen. Denn jetzt müssen sie noch mehr aufmachen, um 2 Tore aufzuholen in der Viertelstunde. Alles ist möglich. Das 2-0, deswegen Führung ausgebaut. Mal die Armee sehen, mit dem Doppelschlag. So zumindest. Mit dem zweiten Tor, da holen wir uns den Ball. Kommen noch ran. Und flanken hier. Und er bringt den Ball rein.
Das war schade, nicht so gut. Die Flanke war nicht glorreich gewesen, genug. Hätte er den angenommen. Fabbrini. Ja, jetzt sauber, pass auf, Jungs. Hier. Das könnte gefährlich werden. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt ja, haben da sie kommt den er nicht verloren. Ran, da kommt er nicht ran. Schade, schade. Müssen wir jetzt mal den Rest unserer Kräfte sparen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Wenn was los ist, dass wir diese Kräfte auch noch nutzen können. Nee, das war kein Foul, da braucht er sich gar nicht aufregen, unser Spieler. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Schön kontrolliert. Hinten rum. Herrlich. Richie am Ball. TOT. Ja, schade, da habe ich den Haken schon nach innen gemacht. Ich dachte, er läuft weiter. Da hat Richie den Ball. Da haben wir den Ball abgeblockt. Donaldson. Diame ist hier Man of the Match, völlig verständlich mit den zwei Treffern. Das könnte die Chance werden. Oh, jetzt Birmingham nochmal. Schuss vielleicht. Und gehalten. Tolle Aktion vom Torwart. Schön vom Kuhl. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Gut gehalten. Wir wollen jetzt hier natürlich nichts riskieren. Er hat aus seinem Fehler gelernt, den Kullerball reinzulassen. Hat er gelernt. Geht jetzt lieber zu solchen Bällen auch hin. Oh, spielt den Ball in den freien also Raum. 5 Minuten. Jetzt war ich gerade von der englischen Sprache ein bisschen abgelenkt. Oh, Birmingham und wieder gehalten von Kuhl. Da kann er sich nochmal beweisen, hat er sonst nicht viel zu tun ab und zu. Aber schön gedreht, schöner Schuss, ein bisschen mittig vielleicht. So dass Kuhl es ein Stück einfacher hat. Abgefangen, gut gemacht. Jetzt vielleicht hier nochmal hier mit der Vorlage. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Auf jeden Fall nach außen. Da hier Alexander mit dem Schuss. Schade. Gute Aktion vom Torhüter. Können hier nochmal zurückspielen. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Kriegen hier vielleicht nochmal eine Chance. Wenn Schiri so weiterspielen lässt. Nein, jetzt ist vorbei. Jetzt muss er abpfeifen. Ja. Das Spiel ist aus. Es bleibt am Ende beim 2:0. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? Ja, für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, wir konnten hier heute kein Tor erzielen, haben aber die Vorlage zum sicheren 2:0 Siegtor gegeben. Und sind hier mit einer Wertung von 7,8. Ich denke, das kann man auch mal hinnehmen. Ist jetzt nicht die schlechteste Wertung, die wir hatten. Auch nicht die berauschendste. Immerhin okay. Das nehmen wir mal hin. Wie gesagt, man kann ja nicht immer 3 Tore schießen. Oder komplett auftrumpfen. Man muss sich auch mal die Zeit nehmen, sich mal kurz ausruhen, vielleicht ein Spiel. Nur die wichtigen Pässe machen. Einfach da sein. Der Mannschaft Moral geben. Und dann läuft das, wie ihr gesehen habt. Dann läuft das einfach, auch wenn wir nur mit einem Elfmeter in Führung gegangen sind. Aber es läuft. Ja, Einnahmen fast 200.000. Ich wünschte, man könnte sich davon was kaufen. Vielleicht kommt es ja noch. Aber bis jetzt kann man davon nichts machen. Ja, die 70 fast erreicht. Wie ich es vermutet habe, kurz davor. Ja,
gibt es hier noch Social Media Einträge, meine Freunde? Ja, es gibt noch ein paar Social Media Einträge. Mama schreibt wieder, dass es Spaß gemacht hat. Mr. Alexander ist dann bei der reinste Augenschmaus. Gutes Ergebnis heute 2-0 gegen Birmingham. Mr. Alexander macht sich in der Championship schön. Liverpool hat heute enttäuscht. Ich glaube, die vermissen dich, Mr. Alexander. Das reicht einfach nicht, schimpfte der Trainer nach der deprimierenden 0-1 Niederlage gegen West Ham, die auch die Fans stark enttäuschte. Das könnte eine kostspielige Niederlage für Liverpool gewesen sein. Bittere Pille für Liverpool, Heimniederlage gegen West Ham. Ja, da hätten sie uns mal nicht ausleihen sollen, aber was sollen wir machen? Wir wurden ausgeliehen, wir haben das Schicksal in Kauf genommen, zumindest die Entscheidung des Trainers in Kauf genommen. Und sind zu Newcastle und uns hat es auf jeden Fall nicht geschadet, würde ich behaupten. Gut, dann wäre es das bis hierhin, Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich würde sagen, habt noch eine schöne Zeit und wieder schauen, reingehauen. Ciao.